Came for my wins, I need my ends. This life is real, don't they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my ends. This life is real. Was geht ab, Leute? Neues Video. Ist immer wieder Zeit für eine Reaktion auf eure Fails. Ihr habt mir bzw. dem Tan eine ganze Menge Fails eingesendet, deswegen werden wir es auch, denke ich, nicht alles in einem Video schaffen. Riesendankeschön an Tan, den habt ihr in letzter Zeit ein bisschen hier vermisst in den Videos. Das liegt einfach an der aktuellen Corona-Situation. Diese ganze Aktion mit dem Umziehen und so weiter, das zieht sich alles noch jetzt durch diese aktuelle Situation sehr in die Länge. Aber trotz alledem hat der die ganzen Videos von euch angenommen und einige davon zusammengeschnitten. Wie gesagt, alle auf einmal geht nicht, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ihr könnt am Ende voten, welchen Fail oder welches Video ihr am krassesten oder am besten fandet. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein mit dem ersten Clip. Let's go. Ich höre schon die Musik. Ihr habt es auch neulich auf meinem Instagram-Account gesehen. Leo! Immer noch bestes Meme, obwohl es jetzt schon ein bisschen in die Jahre geraten, kann man nicht sagen, aber in die Tage geraten oder in die Wochen geraten ist. Ganz schön weit weggeschleudert, muss man da sagen. Boah, Alter, der ist ja richtig den Hang runtergefallen. Krass. Aus dem Sprung. Vorher mit dem Vorderrad verkantet und dann... Alter, es hat gar nicht mehr aufgehört. Also das Video hat schon da gestoppt, wo er noch immer am weiter runterschleudern war, den Berg. Wie immer, ich hoffe, dass es allen und vor allem dir hier in diesem Video gut geht. Ist auf jeden Fall schon mal ein Banger. Ey, was ist denn los mit euch? Direkt der zweite Clip, anscheinend auch die alten Bekannten wieder am Start. Geile Sache an dieser Stelle, nämlich ist das der erste Motoclip. Ich mache in letzter Zeit auch auf meinem Channel ein bisschen mehr mit Motocross und jetzt gerade jetzt in dieser Corona-Zeit auch mit den Pitbikes. Unter anderem, weil sie halt so unglaublich viel Spaß machen. Also jeder, der hier hinkommt und sagt, ey, darf ich mal damit fahren, fährt damit eine Runde und sagt, Alter, das ist einfach die geilste Sache überhaupt, weil die so unglaublich viel Spaß machen, die Dinger. Deswegen nimmst du nicht übel, dass ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Videos damit mache. Es bietet sich gerade an. Natürlich bleibt es weiterhin beim Fahrrad-Content, aber ich mixe gerne immer so ein bisschen Motocross-Content mit rein. Deswegen auch cool, dass der erste Motorrad-Fail jetzt mal mit dabei ist hier in dem Video. Nichts Wildes, ich denke, da wird alles gut gelaufen sein. Im Sand bzw. in der Kurve weggerutscht und mit dem Gesicht in die Erde. Aber da wird, denke ich, alles gut sein. Jonas hier einmal rückwärts auf den Rücken geklatscht. Ich wette mit dir, deine Ellenbogen taten richtig weh, weil du richtig schön mit den Ellenbogen in den Boden gerammt bist. Alter, geil. Also einerseits, sorry, tut mir ein bisschen leid für dich so, aber ist schon lustig. Versucht hier mit so einem relativ normalen Straßenfahrrad auch dann dementsprechend Street zu fahren, in den Busch rein. Ja, ist, denke ich, alles easy, oder? Hoffe ich mal. Enduro Crash, Street Trial. Hatten wir schon Trial in den Videos? Sind viele Firsts heute bei. Das erste Mal, glaube ich, ein Trial Fail. Foot Jam Tail Whip Versuch. Sah aber schon clean aus. Vielleicht wollte er zwei machen, wollte dann nochmal hochspringen. Über den Rahmen drüber, wieder auf den Vorderreifen drauf und ist dabei dann komisch abgesprungen und zur Seite geflogen. Downhill Action. Lomi und Dusty. Gut unterwegs da. Gute Geschwindigkeit drauf. Schön den Skorpion gemacht, wenn die Beine einmal von hinten Richtung Kopf klappen. Steht aber direkt wieder auf. Geil. Versucht da durch den Sand zu scrubben am Rand von dem Spielplatz. Sieht auch erst gut aus, aber dann ist der Sand ganz schnell wieder vorbei und er bleibt mit dem Vorderrad hängen. Wieder im Wald unterwegs. Oh, das ist ganz übel. Zu langsam und Nosedive. Worst Case Szenario. Mit dem Vorderrad hinten gegen die Landung. Und dann faltet sie ihn einfach zusammen. Junge, alles okay?
Okay, der Junge sieht direkt so aus, als wäre alles in Ordnung. Ja, rutscht da beim Reinkicken von der Pedale ab. Rad sieht auch ein bisschen zu groß aus, aber früh übt sich. Wieder die alten Bekannten am Tanzen. Man denkt wirklich, er schafft es dann doch noch, aber dann hebelt sie nochmal aus, Vorderrad geht quer. Ab ins Grab, direkt. Ah. Oh. Wollte anscheinend einen One-Hand machen, hat dann auch die eine Hand weggenommen, daraufhin die andere auch noch und hat sich dann entschieden, einfach ja, gar nicht mehr mit den Händen am Lenker zu landen. Oh, wieder ein ordentlicher Körper. Man sieht noch ein bisschen, wie das Rad zurückfährt und ihn nochmal so quasi ein bisschen nach oben bounce, bevor er dann kopfüber komplett einschlägt. Jo, was war das denn? Das war weder ein richtiges Motorrad, noch war das ein Fahrrad. Was war das? Oder war das aus wie so eine E-Motocross oder so? Schreibt mir in die Kommentare, was genau das war. Komplett Kontrollverlust. Hängt vorne schon am Lenker. Ja, das interessiert mich mal, was genau das für eine Maschine war. Ist übrigens eigentlich eine ganz geile Aktivität für die aktuelle Zeit. Einfach einen kleinen Minisprung im Garten bauen. Allerdings vielleicht dann ein bisschen an der Landung noch arbeiten. Ui, ui, da weißt du Bescheid. Nächstes Mal dann mit Helm. Ich will gar nicht den Moralapostel spielen. In so einer Situation wünscht man sich dann nämlich, dass man Helm aufgehabt hätte, denke ich. Und wieder das gleiche wie eben, genauso wie man es nicht will. Zu langsam und Nosedive, beziehungsweise in dem Fall einfach viel zu langsam und einfach gegen die Landung wirklich einfach gegengesprungen. Aber es sieht so aus, hätte er sich gut abgerollt. Also hoffen wir, dass auch da alles gut gegangen ist. Das ist auch geil. Eigentlich Sprung easy gelandet und einfach in der Matsche ordentlich weggerutscht. Slider. Der wievielte Clip ist das jetzt mit der Musik? Vierte? Fünfte? Ach, du bist mit mir. Ja. Ich soll meine Schnauze halten. Alter, derjenige hat einfach gerade, du hast gerade den Vogel abgeschossen. Props an dieser Stelle. Geil, geil für den Zusammenschnitt auf jeden Fall. Ja, Chuck Norris haut sich morgens zum Frühstück auch zwei Pfannen in die Eier. Also ähnliches Resultat. Alter, wie geil. Mega, Alter. Props an dich für diesen geilen Clip. Hammer, richtig geiler Clip. Okay, POV-Cam. Gar nicht mal beim Sprung passiert anscheinend. Wollte da seitlich rausfahren, ist wahrscheinlich mit dem Vorderrad weggerutscht. Jan Schelle im Wald unterwegs. Oh, richtig blöd verkeilt. Wurzeln zwischen so Bäumen durch. Und dann auch Skorpion, aber Skorpion mit in den Bäumen hängen bleiben. Trials. Auf dem Onsa Trail hier unterwegs. Auch da früh übt sich. Angenehm. Aua. Slidet in die Kurve rein, sieht alles aus wie gewollt. Schön den Fuß draußen, um die Kontrolle zu behalten. Und er schleudert einfach komplett gegen den Baum. Oh, das, Alter. Im ersten Moment sieht das nicht so schnell aus, aber wenn er gegen den Baum fliegt, dann merkt man richtig, wie schnell er eigentlich war. Das sieht auch böse aus. Also ich hoffe, dir ist echt nichts passiert. Falls doch, gute Besserung. Jakob Feldmann MTB. Schreib mal bitte in die Kommentare, wo der Park ist. Nein! Alter! Alter! Okay, nochmal. POV durch die Kurve und dann. Also ich hätte es jetzt auch gar nicht erkannt, ich kenne den Track natürlich auch nicht oder den Trail auch nicht, aber ich hätte auch gar nicht erkannt, dass er jetzt irgendwie so ein Gap oder ein Sprung kommt. Er kommt dann vom Weg ab, versucht dann noch irgendwie zu bremsen, schafft es aber nicht und anstatt, dass er halt rüberspringt und in die Landung, donnert er einfach komplett ins Flat. Und hier ist es wirklich schwierig zu erkennen, wie hoch das ist. Es kann sein, dass es 2 Meter sind, kann aber auch sein, dass es 3 oder mehr Meter sind. Okay, 3, mehr vielleicht nicht, aber es sieht schon hoch aus. Heftig. Nein! Ja,
Er schreit noch nein und dann dauert es erstmal eine Zeit, bis er aufklatscht. Ich würde sagen, das tut's erstmal für dieses Video. Wir haben nochmal mindestens genauso viele Fails, die jetzt noch kommen, aber ich will jetzt nicht ein halbstündiges Video machen, deswegen war es an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr könnt mal abstimmen hier oben, welches Video ihr am geilsten fandet, aber ich habe da schon eine Vermutung, also eins war auf jeden Fall am lustigsten. Vielen Dank für diese Einsendung an dieser Stelle und ihr könnt weiterhin eure neuen Fails wie immer an die E-Mail-Adresse senden, an Tarn und Tarn schneidet die weiterhin zusammen. Falls euer Video jetzt nicht dabei war, kann es sein, dass es in der nächsten Episode vorkommt. Abonnieren nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Wir sind kurz vor den 100.000 und ja, deswegen einfach den Abo-Button drücken. Dann gibt es auch ja, was Fettes für euch zu gewinnen. Und das ist alles schon abgeklärt. Deswegen freue ich mich umso mehr darauf, euch das dann die nächsten Tage mal sagen zu können, wenn es dann soweit ist. Und bin auf jeden Fall stoked darüber, dass das funktioniert. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Peace.